Wie muss ein perfektes CAD-Programm für 3D-Druckler wie dich und mich aussehen? Das möchte ich heute gerne mit dir im Video besprechen, denn unter dem letzten Video mit Plasticity gab es einiges an Kommentaren und ich habe gedacht, okay, das kann man nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Nicht, dass ich jetzt gerne irgendwie nochmal darauf antworten möchte, sondern ich möchte jetzt in diesem Video einfach mit euch zusammen erarbeiten, wie das perfekte Programm für euch aussehen muss, damit wir dieses Feedback nehmen können und es zum Beispiel Autodesk oder aber auch Nick von Plasticity oder aber auch den Jungs von Shaper entsprechend zusenden können, dass die damit arbeiten können und hoffentlich ein Programm rausbringen, was auf uns zugeschnitten ist, beziehungsweise vielleicht ein Modell rausbringen, was auf uns zugeschnitten ist. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ja, in diesem Video müsst ihr mitarbeiten. Dich meine ich, da draußen, ja. Ich möchte nämlich, dass ihr aktiv in den Kommentaren schreibt, was ihr gerne an Features seht. Ich habe jetzt hier eine Liste mit 17 Punkten. Das ist mit Sicherheit noch nicht alles. Wenn ich da nochmal mich einen Tag hinsetzen würde und nochmal schreiben würde, würde ich mit Sicherheit noch auf viel, viel, viel mehr kommen. Aber ich habe gedacht, okay, das würde im Prinzip schon den Rahmen des Videos sprengen. Und am Ende möchte ich eigentlich auch, dass das so ein bisschen eine Art Community-Projekt wird. Auch wenn der Kanal noch relativ klein ist. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann mal anfangen, auch mal Bedarf anzumelden bei den ganzen Herstellern wie Autodesk oder aber auch Siemens und SolidWorks und wie sie alle heißen, dass die mal merken, hey, Moment, das könnte vielleicht auch noch ein Markt für uns sein bei den 3D-Druck-Jungs, weil die brauchen gar nicht so viel vielleicht und da können wir bestimmt aushelfen. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und ich fange jetzt einfach mal an und der erste Punkt, der liegt mir echt am Herzen. Vor allen Dingen, wenn ich mir zum Beispiel mal Programme wie Onshape angucke, Fusion angucke, bei Shaper geht's noch, aber dass das Programm offline nutzbar ist, zum Beispiel mal Onshape. Also ich wüsste jetzt keine Variante, wie ich Onshape offline nutzen könnte momentan. Das nervt mich am meisten daran. Es ist zwar von der Handhabung her sehr ähnlich zu Fusion 360, muss ich sagen. Und ich mag es auch an sich eigentlich ganz gerne. Aber dass es halt im Browser läuft, nervt mich unheimlich. Ich weiß nicht ganz, vielleicht könnt ihr mich in den Kommentaren verbessern. Aber ich glaube, es gab mal eine Version, die man sich runterladen und installieren konnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe schon ewig nicht mehr genutzt und letztens erst wieder angefangen. Aber ich konnte auch nirgendwo finden, ob es noch so eine Download-Version gibt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwo unterwegs bin und dort gerade kein Internet habe, wenn ich mal wieder auf irgendeinem Event bin oder gerade ja im Funkloch Deutschland bin, dann möchte ich natürlich auch irgendwie arbeiten können, ohne ständig ein Pop-up zu bekommen, wie bei Fusion 360. Okay, du bist jetzt im Offline-Modus. Okay. Das bringt mir nicht viel. Ich möchte einfach ungestört arbeiten können und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Das kann man ganz einfach lösen, indem man sagt, okay, man macht kein Abo-Modell, sondern man macht einfach einen Fixpreis. What? Hold up, oh, hold up, wait a minute. Wow. Ich weiß nicht, was mit den Herstellern los ist, aber gefühlt seit die Bandbreite am Internet entsprechend in Europa groß genug ist oder in der Welt groß genug ist, haben sich, glaube ich, nicht nur im 3D-Druckbereich oder CAD-Bereich, sondern auch in allen anderen Bereichen, gerade Adobe, hat sich ja dann auf die Fahne geschrieben, okay, wir bringen unsere vorher zum Fixpreis verkauften Versionen, die ihr dann einmal kauft und immer nutzen könnt, ab sofort nur noch zum Abo an. Und wenn ihr das Abo nicht bezahlt, dann könnt ihr die Software auch nicht mehr nutzen. Das finde ich sehr schade, denn, naja, im Prinzip bin ich dadurch gezwungen, immer wieder Geld zu bezahlen, immer wieder nochmal Geld nachzuschießen, damit ich die Software weiter nutzen kann. Und wenn ich aber sage, okay, ich habe da einen Rechner stehen, den ich jetzt ewig nutzen möchte eigentlich, erstmal für die nächsten 5-6 Jahre, und möchte darauf einmal eine Version kaufen und möchte die dann auf dem Rechner nutzen, ohne dass ich ein Update einspiele oder sonst was in Richtung. Das reicht mir vollkommen aus. Gerade als kleiner Hobbyist ist das, glaube ich, durchaus ein wichtiger Punkt. Dann geht das nicht. Ja, selbst bei Fusion 360 heißt es, ja, du darfst maximal 3 Jahre das Ganze eigentlich kostenlos benutzen und dann damit maximal, glaube ich, 1000 Euro verdienen. Und da frage ich mich, wer will das kontrollieren und sowas in Richtung, ist doch viel zu kompliziert, mach doch einfach im Hobbybereich, sag dir, okay, es gibt eine kostenlose Variante, die kann jeder benutzen, ohne das Ganze kommerziell zu nutzen und es gibt eine kostenpflichtige Variante, die kostet dann, was weiß ich, einmalig 500 Euro und mit jedem Update auch nochmal, keine Ahnung was, und wenn dann einer das unbedingt braucht, dann kann das updaten. Und ansonsten könnt ihr dann mit der 500-Euro-Variante auch auf Etsy und Co. halt entsprechend euer kleinen Shop entsprechend aufrechterhalten und könnt erstmal anfangen, euch ein kleines Business aufzubauen, damit ihr später vielleicht sagen könnt, okay, ich gehe jetzt mal auf die größere Version, wo ich vielleicht noch ein paar Features mehr habe, die ich gebrauchen kann, oder ich gehe auf eine ganz andere Software, ich weiß es ja nicht, aber ein Abo-Modell,
dafür, dass das dann entsprechend immer nur geupdatet werden kann und die Dateien auf dem Server gehostet werden, finde ich, ist es einfach keine gute Ausrede, denn die Dateien kann ich hier auf meinen 4 Terabyte, die ich in meinem Laptop habe, oder auf der NAS oder sonst wo entsprechend speichern. Da brauche ich nicht unbedingt den Dienst zwangsweise in Anspruch zu nehmen, den Autodesk da bereitstellt oder den Onshape bereitstellt oder wie sie auch alle heißen. Das finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, nämlich ein lokales Projektarchiv. Bei Fusion 360 haben wir das Problem, irgendwie sind die Dateien alle immer online im Projektarchiv abgespeichert. Klar, ich kann mir auch eine lokale Step-Datei oder eine lokale Fusion 360-Projektdatei runterladen und kann die dann da auch entsprechend speichern und verwalten und alles. Aber das führt zwangsweise dazu, dass man dann auch natürlich hingeht und sagt, okay, du hast jetzt deine maximalen Projekte erreicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es bei Fusion ist, aber das habe ich ja letztens schon gehabt, das Problem. Deswegen bin ich ja mal auf Plasticity aufmerksam geworden, dass die sagen, okay, du hast die maximale Anzahl an Projekten erreicht, mehr darfst du jetzt nicht und wenn du noch mehr willst, musst du halt eins archivieren, also entsprechend runterladen und kannst es dann nicht mehr bearbeiten und sowas in Richtung, was ich schon ziemlich nervig finde, weil, wie gesagt, ich habe hier eine 4 Terabyte große Platte drin oder in meinem alten Laptop eine 1 Terabyte große Platte drin, wo ich sage, ich habe ausreichend Platz hier drin, um damit zu arbeiten, um zu sagen, okay, ich packe mir auch mal 100 Gigabyte an CAD-Daten vor. Das ist gar kein Problem. Das ist heute in der heutigen Zeit gar kein Problem mehr, da zu sagen, okay, nur deswegen muss man ein Abo-Modell fahren. Finde ich schon ziemlich fragwürdig. Und die Updates, ja, okay, dann kaufe ich halt ein Major Release und kriege so ein paar Minor Updates noch dazu, vielleicht ein paar Bugfixes oder so in Richtung, so wie es früher der Fall war. Ja, das würde ich mir echt wünschen, dass das so wieder funktionieren würde. Und das ist wirklich mein Wunsch in der Hinsicht. Der vierte Punkt ist jetzt auch noch wirklich basic. Und zwar, dass das System oder dass die Software auf so vielen Betriebssystemen wie möglich läuft. Also mindestens mal Windows und Mac. Das sind die zwei Mindestvoraussetzungen, die ich voraussetze. Da gibt es schon einige, die dann entsprechend hinten runterfallen, wo ich sage, okay, das geht gar nicht. Ich glaube, Solid Edge war das, was nur auf Windows verfügbar ist und auch nicht in der VM funktioniert. Klar, in der VM braucht es natürlich massig an Ressourcen. Ja, ich merke schon bei Fusion teilweise auf dem Rechner hier, dass da entsprechend das Teil an die Grenzen kommt und dass er manchmal ein bisschen am Rechnen ist und dass es dadurch halt dann wirklich schwer sein könnte, das Ganze mit einem Host-System und mit einem VM-System dann nochmal entsprechend zu betreiben, dass es da von der Performance her an seine Grenzen kommt, wenn man nicht gerade einen Supercomputer stehen hat. Klar, logisch, da verstehe ich das, aber dann würde ich doch zumindest mal gucken, dass man in der heutigen Zeit das irgendwie so anbietet, dass es auf allen Plattformen, die, naja, groß sind, also Mac, Windows und vielleicht sogar noch Linux entsprechend anbietet. Man muss jetzt nicht unbedingt so in die Vollen gehen wie Shapers 3D, dass man sagt, okay, wir bieten auch noch iOS, iPadOS an, ja. Das wäre dann wirklich das Sahnehäubchen obendrauf. Aber dass man zumindest mal sagt, okay, man hat Windows und Mac, die zwei größten Plattformen und dann vielleicht noch mal Linux für die wirklich eingefleischten Nerds hinten dran. Ich persönlich würde auch gerne auf Linux wechseln, verkneif's mir aber, weil ich das ein oder andere Programm, was ich täglich nutze, wie zum Beispiel mal jetzt hier entsprechend Fusion 360, weil ich da weiß, okay, das funktioniert nicht. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal ausprobiert. Das ist zwar vielleicht zum Teil machbar, aber nicht wirklich so eine schöne, saubere Lösung. Da würde ich mir schon einiges von den Herstellern wünschen. Und gerade in Sachen Onshape muss ich sagen, wenn das schon eine Webanwendung ist, da weiß ich, dass man das Ganze in einen Container packen kann. Es ist zwar auch nicht die 100% beste Lösung, aber es geht. Man kann das Ganze in Container packen. Damals hieß das noch Electron und dann kann man das Ganze auch auf verschiedenen Plattformen ausrollen. So funktioniert Discord, so funktioniert auch der GitHub-Client entsprechend und viele andere Programme, wo man gar nicht dran denkt, dass das vielleicht nur eine gepackte Web-App ist. Das ist heutzutage also möglich und Onshape hat das Ganze schon als Web-App. Die könnten es also sogar auf iOS und Android raushauen. Warum sie das nicht machen, verstehe ich nicht. Es wäre so viel genialer, wenn man halt noch entsprechend dann das Ganze nativ auf dem System hätte und man sagen könnte, wir haben hier eine Maker-Version für die kleinen Maker, die wirklich mal, keine Ahnung, bis 10.000 Euro Umsatz im Shop oder so richten oder die sagen, okay, wir wollen das Ganze einmalig kaufen, dass man das dann auf die Art und Weise löst, das wäre viel eleganter, finde ich. Und nicht immer dieses Online-Modell, weil wenn ich jetzt eine Online-Webseite habe und, wie gesagt, gerade kein Internet habe, dann kann ich halt nicht CAD designen, ja? Das hat auch wieder ein bisschen was. Dann gibt es einen Punkt. Da muss ich sagen, habe ich bei Plasticity wirklich Blut geleckt. Da bin ich wirklich, also das haben die Macher wirklich gut hinbekommen. Das kenne ich auch so von Blender, dass man relativ einfach Objekte oder Flächen entsprechend extrudieren kann, Kanten anschrägen oder abrunden kann oder aber auch, was habe ich mir noch hingeschrieben, genau, ein Offset erstellen kann. Also dass ich einfach auf eine Fläche klicke und sage,
Offset und dann auswählen kann mit der Maus. Was mir auch in Plasticity gefallen hat, sind die Patterns. Und zwar nicht nur, wie die funktionieren. Ich habe es auch mittlerweile hinbekommen, dass ich nicht über das Sternmuster. Wolfgang, ich weiß, du hast mir es geschrieben, ja. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, ich war einfach nur zu deppert, wie das Ganze denn entsprechend richtig funktioniert. Da wird auch nochmal ein Kurzvideo dazu kommen. Ich blende es auch gleich nochmal ein. Und habe das mittlerweile hinbekommen. Das geht natürlich auch instant, ja. So würde ich mir das bei Fusion 360 wünschen. Da möchte ich nicht irgendwie 3 bis 5 Minuten da sitzen und warten, bis Fusion da endlich mal in die Pushen gekommen ist, sondern dass ich einfach sage, okay, ich hätte gerne ein Pattern von dem Objekt und das über die Breite und die Höhe und funktioniert, ja. Vielleicht noch die Richtungen angeben, über die ich das ganze Pattern streuen möchte. Vielleicht auch nicht nur 2, sondern 4, 5, 6, dass ich es in verschiedene Richtungen streuen kann und dann vom Mittelpunkt aus sternförmig auch wieder gehen kann oder was auch immer. Das wäre natürlich super, wenn das funktionieren würde. Das wäre echt genial und dass da die Performance besser wird, weil das kann Fusion 360 momentan gar nicht. In Onshape geht es, ja, habe ich auch schon ausprobiert. Das ist auch schon gut. In FreeCut habe ich mir das angeguckt und OpenSCAD, ja, geht auch, kann man alles schön programmieren, aber OpenSCAD ist halt nicht so benutzerfreundlich, dass ich sage, okay, das ist für die große Masse gemacht, sondern eher für die Nerds, die wirklich sich reinfuchsen wollen und was programmieren wollen und quick and dirty was erstellen wollen und dann auf lange Sicht, ja, also ich habe mit OpenSCAD auch schon Probleme gehabt, wo ich gesagt habe, ah, jetzt hier so ein Chamfer oder so ein Fillet, also so eine abgeflachte Kante oder eine abgerundete Kante, unter bestimmten Umständen kommt der OpenSCAD auch an seine Grenzen, wo ich sage, okay, das kann Fusion 360 und alle anderen Programme, aber auch, warum nicht OpenSCAD? Das wäre so genial. Gut, ich schweife ab. Nächster Punkt, was ein CAD-Programm meiner Meinung nach haben muss, ist eine sektionale Analyse, dass ich also gucken kann, habe ich jetzt wirklich alle Einschlussstellen entsprechend aus dem Objekt raus, also wenn ich irgendwelche Objekte fusioniert habe oder sowas in Richtung, habe ich da wirklich alles entsprechend unter Kontrolle oder funktioniert das Gewinde richtig, dass man das entsprechend auch mit einbaut, dass man da dort sieht, wenn es funktionale Teile sind, passt das denn auch alles? Passt das alles zusammen oder habe ich da was entworfen, was vielleicht gar nicht so funktionieren kann beim Drucken? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann ein Punkt aus der Community, schon unter dem Plasticity-Video. Ich glaube, Videodoll hat das geschrieben und zwar Import von SVG-Dateien. Und ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen ausarbeiten und zwar nicht nur SVG-Dateien, sondern auch verschiedene Arten von Bildern. Also PNG, JPG, alles Mögliche und gerne auch Illustrator-Dateien oder Photoshop-Dateien, dass man direkt dort entsprechend aus diesen Programmen das Ganze raus exportieren kann und vielleicht sogar so eine Art Creative Cloud Funktion hat, dass man sagt, okay, ich ziehe das Ganze direkt ins CAD-Programm rein und kann darauf direkt anfangen loszusketchen. Das wäre natürlich genial. Der nächste Punkt ist ein ziemlich großer und weitläufiger Punkt, muss ich sagen, und zwar eine Bibliothek. Autodesk stellt bereits eine Bibliothek bereit mit jeder Menge Assets, da sind also auch Raspberry Pis und sowas drin und Extrusionen und hast du nicht gesehen, da findet man schon ziemlich viel, aber manchmal halt nicht das, was man braucht. Und da würde ich mir wünschen, dass das Ganze auch so offen ist, dass man halt externe Libraries benutzen kann und auch unter anderem entsprechend, dass es dort einen Import direkt von, was weiß ich, Printables oder Thanks.com gibt, dass man sagt, okay, man zieht sich dieses Modell von der URL und kann das dann direkt in dem CAD-Programm meshen, also entsprechend remixen, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier was, den Kaffeehalter. Der gefällt euch zum Beispiel nicht, ihr wollt gerne, dass der nicht, naja, Hexagon, sondern rund ist. Dann zieht ihr euch das Ding und könnt es direkt nachzeichnen oder direkt remixen, wie ihr das wollt. Und dann könnt ihr das Ganze bei euch auf den Drucker schmeißen und gut ist. Das würde ich mir echt freuen, weil ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach den einen Teil von einem Objekt auf Printables gebrauchen können. Gerade hinten für das Raspberry Pi, für das Display Case zum Beispiel, habe ich ein Raspberry Pi 4 draufgepackt. Das Case war aber nur auf einen Dreier ausgelegt. Also habe ich zwar die Haltegriffe für das Display, aber halt nicht die Abdeckung für den Raspberry Pi hinten und die hätte ich müssen neu designen. Und das wünsche ich mir halt, dass ich einfach eine URL reinschmeiße oder einfach eine STL-Datei reinschmeißen kann, um die dann so schnell wie möglich zu bearbeiten. Klar, bei Fusion 360, Onshape und Co. geht das schon, aber ich würde mir halt wünschen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen mehr vernetzt ist, dass es halt einfacher zu benutzen ist und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich Automatisierung von zum Beispiel mal Mesh to Solid. In Fusion 360 müssen wir momentan hingehen, wir importieren ein Objekt, also ein Mesh entsprechend, gehen auf den Mesh-Tab oben und konvertieren das dann entsprechend in einen Solid.
Und dann haben wir hier halt ein schönes Objekt, mit dem wir arbeiten können. Wir können erstmal so ein paar Facetten entsprechend löschen, die wir nicht brauchen, die einfach überflüssig sind, die dann im Erstellungsprozess erstmal entstanden sind und können das Objekt dann einfach bearbeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass es für solche Aufgaben einfach Automatisierungen gibt. Das kann man ganz einfach abfragen, indem man sagt, okay, ich importiere das und möchte automatisch entsprechend mit einem kleinen Häkchen, was man unten in der Importmaske einsetzt, ja, ich möchte es automatisch in einen Solid konvertieren oder sowas in Richtung. Das wäre natürlich super convenient, wo ich sage, das würde schon mal sehr viel Arbeitszeit sparen, dass man halt nicht jedes Mal das Ganze manuell machen muss. Da gibt es auch bestimmt jede Menge andere Anwendungszwecke, die euch jetzt noch einfallen, schreibt es einfach unten in die Kommentare, würde mich tierisch freuen. Den nächsten Punkt haben Fusion 360 und Onshape schon umgesetzt, nämlich eine Feature History. Und das würde ich mir auch natürlich in der perfekten CAD-App wünschen, dass ich eine Historie habe über alle Veränderungen, die ich an der Zeichnung vorgenommen habe, an dem Modell vorgenommen habe. Das würde ich mir auch vor allen Dingen bei Plasticity wünschen. Dann wäre das Programm für mich zumindest mal schon mal sehr viel besser als alles andere, was es momentan da draußen gibt. Und damit meine ich ganz einfach, wenn ich jetzt hingehe und lege eine Sketch an oder zeichne in der Sketch irgendeinen Shape halt, also irgendeine Form entsprechend nach und extrudiere die dann. Dann sind diese einzelnen Schritte sind alle in der Historie als Feature entsprechend, als Funktion entsprechend hinterlegt. Und ich kann auch dann nochmal später zurückgehen, kann was ändern und kann wieder nach vorne springen. So wie ich es hier bei diesem Modell gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, auf der Unterseite oder besser gesagt auf der Oberseite macht es keinen Sinn, dass ich hier halt nochmal eine Faser an der Kante habe und habe die einfach dann rausgelöscht und habe das nochmal neu entsprechend berechnen lassen. Und fertig hatte ich das Objekt, wo auf der einen Seite das angefasst war, auf der anderen Seite war es flach. Es hat zwar ein bisschen gedauert, weil es halt mit Patterns zu tun hatte, aber es hat funktioniert und das wünsche ich mir halt auch in dem perfekten CAD-Programm. Der nächste Punkt sollte eigentlich auch ein selbstverständlicher sein und damit meine ich die Unterstützung von 3D-Mäusen. Ich habe jetzt hier noch so eine alte Space-Maus, die ich mir damals im Studium irgendwann gekauft hatte, noch rumliegen und die würde ich natürlich gerne weiter nutzen. Klar, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, ob der Hersteller von der Maus immer noch, Treiber dafür anbietet, für das aktuelle Betriebssystem, das passiert nicht immer. Aber wenn es diese Treiber gibt, dass die dann auch in der CAD-Software unterstützt werden und dass ich damit dann auch komfortabel in der App arbeiten kann, das wäre natürlich super. Genauso würde ich mir wünschen, dass es wie im Plasticity, das fand ich sehr genial von der Benutzerfreundlichkeit her, dass man auch sowas verwendet wie ein Touchpad, dass man das unterstützt. In Plasticity kann man einfach oben über die Keymaps auf Touchpad gehen und dann kann man hier auch die Drehungen und das Zoomen und alles über das Touchpad wunderbar machen, was man sonst in den meisten CAD-Programmen nicht wirklich machen kann. Da zum Beispiel hatte ich in Onshape ein bisschen Struggle gehabt, als ich unterwegs war und bei meinen Eltern entsprechend zwar Internetzugang hatte, aber die Maus nicht angeschlossen hatte. Dort konnte ich dann oben nur entsprechend hin und her springen, so wie ich, gerade auf die Flächen von dem kleinen Würfel klicken konnte und auf die Kanten, aber wirklich den Würfel wie in Fusion 360 frei bewegen, dass ich das Objekt drehen kann oder wie in Plasticity, dass ich das Ganze auf Touchpad umstellen kann, um das Objekt dann wirklich frei zu bewegen, ging da leider nicht. Und das würde ich mir natürlich auch von einer CAD-Software wünschen, die der Hersteller sich noch ausdenkt oder anpasst entsprechend. Und dann sind wir schon fast am Ende und da bin ich jetzt auch nochmal beim Punkt und das heißt Custom Keymaps. Das heißt also, in Fusion 360 geht es zwar, dass man sich, benutzerdefinierte Tastenkombinationen anlegt, aber es ist halt sehr umständlich. Man muss oben ins Menü gehen, muss auf die Taste gehen, auf die drei Punkte und dann sagen, okay, ich möchte das jetzt Custom belegen, statt einen zentralen Ort anzulegen und zu sagen, okay, hier beleg mal deine Tastatur, wie du gerade lustig bist und ich kann mit allem quasi erstmal so hin und her schieben, wie ich das möchte, so wie es eigentlich gang und gäbe ist, so wie ich es eigentlich aus Photoshop kenne, wie ich es aus DaVinci Resolve kenne, Final Cut und wie auch immer, wie die Programme heißen. Da ist das ziemlich genial gemacht und ich frage mich, warum das Autodesk nicht hinbekommt und andere Hersteller auch nicht hinbekommen. Und dann, last but not least, der letzte Punkt, wir haben es gleich geschafft, das ist die Bemaßung. Das ist, finde ich, gerade in einem CAD-Programm, und ja, Plasticity gehört auch für mich dazu, weil der Hersteller von Plasticity sagt, okay, das ist ein CAD-Programm für Künstler, damit steht der Name CAD schon im Namen. Und da würde ich mir wünschen, dass man dort auch die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich bemaße was. Denn selbst wenn man nur ein Modell, wie zum Beispiel ein Fahrzeug für einen Kunden modelliert oder so in Richtung für, keine Ahnung, ein 360-Grad-Viewer.
selbst dort muss man ja auch in der Lage sein zu sagen, man guckt, ob die Dimensionen von einem Objekt auch wirklich korrekt sind. Das gilt auch für Computerspiele. Ja? Man sollte in der Lage sein zu gucken, ob die Dimensionen von einem Objekt korrekt sind. Das kann Blender zum Teil auch, indem man dort wirklich die Maße von einem Objekt eingibt. Und genauso sollte man auch in der Lage sein, wenn man die Maße eingegeben hat, nochmal zu überprüfen, ob am Schluss auch wirklich alles stimmt. Klar, wichtig ist es wirklich nur bei CAD-Programmen, dass man sagt, okay, man muss wirklich millimetergenau arbeiten und man muss auch wirklich alles über Parameter entsprechend eintragen. Aber das ist schon mal ziemlich wichtig und damit sind wir auch schon am Ende. Ich freue mich auf eure Kommentare, seid bitte höflich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass wir damit wirklich was in der Community schaffen, was wir dann wirklich so an die Hersteller überreichen können. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an meine Patreonen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Hodl the Line, Happy Printing und ciao.